was das ist. Ich bin sonst nicht so empfindlich, das weißt du. Aber irgendetwas ist hier anders. Irgendetwas, das sich nicht allein damit erklären lässt, dass ich lange weg war. Maria, leg jetzt bitte nicht auf. Versprich mir, dass... Nein, natürlich lege ich nicht auf. Alex, ich bekomme selbst Angst, wenn ich dich so höre. Bist du schon in der Hütte? Ich stehe vor der Gartentür. Die geht vielleicht schwer auf. Hier liegt so viel Schnee. Also, wenn es irgendwo einen Ort gibt, der nicht von dieser Welt ist, dann ist es wahrscheinlich dieser hier. Kannst du mir das sagen? Okay, Ivan ist die letzten 10 Jahre auch gut ohne mich klargekommen. Seinen letzten Weg hätte er bestimmt ebenfalls ohne mich geschafft. Sag doch nicht so etwas. Es geht immerhin um deinen Onkel. Er hätte sich bestimmt gefreut, wenn er gewusst hätte, dass du zu seiner Beerdigung kommst. Oh, das Licht geht immerhin. Wer hätte das gedacht? Etwas mehr Watt hätten allerdings auch nicht geschadet. Oh Mann, den alten Ofen gibt es noch, an dem ich mir früher immer die Pfoten verbrannt habe. Und da, das grüne Sofa. Hoffentlich hält mein Rücken das aus. Aber egal. Ich bin so hundemüde, dass wahrscheinlich nicht mal das mich vom Schlafen abhält. Und? Was? Und? Dein Onkel, ist der auch da? Nicht hier im Wohnzimmer. Wahrscheinlich liegt er drüben im Schlafzimmer, wo das Bett steht. Die Tür ist nur angelehnt. Soll ich es riskieren? Ich weiß nicht. Du musst das nicht tun. Ah. Alex? Ah. Hallo? Alex, was war das? Sag doch was! Verdammtes Katzenvieh. Zum Glück ist sie aus dem Haus gerannt. Hat sicher die Tollwut. Ah! Und Onkel Ivans komische Holzpantoffeln. Verdammte Unordnung. Wo bist du jetzt? Im Schlafzimmer. Und? Ist er... Ich meine, kannst du ihn sehen? Ja. Er liegt hier. Und? Wie sieht er aus? Wie ein normaler Toter, würde ich sagen. Er hat seinen Sonntagsanzug an, vermute ich. Eine schwarze Krawatte, weißes Hemd. Die Hände sind auf der Brust gefaltet. Zwischen den Fingern liegt ein Rosenkranz. Und den Scheitel haben sie ihm offenbar mit dem Lineal gezogen. Warte, ich gehe mal einen Schritt aus dem Licht, damit ich das Gesicht besser... Was ist? Mit seinem Gesicht stimmt irgendetwas nicht. Was denn? Es ist... Oh, nee.